Corgamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Die Erde. Ein Planet voller Leben. Zumindest war es das mal. Das Reich der Menschen ging unter in einer Apokalypse. Ausgelöst von Walter Krieg. Zumindest sagte man das. Wer die Retter sind? Eins waren sie Nephilim. In ihnen fließt sowohl das Blut von Engeln als auch Dämonen. Nun sind sie die Vollstrecker des Rates, die ihre Rasse aus der Schöpfung tilgten für unglaubliche Macht. Kriegsstrafe sollte der Tod sein, jedoch bekam er seine Chance auf Rache. Unwissentlich war er zu einer Schachfigur des Rates geworden. Doch er erkannte die Lügen, erkannte die Großzügigkeit des Rates als Akt der Manipulation. Doch unser Blick sollte nicht auf Krieg ruhen, als er zu Füßen des Rates seine Unschuld beteuerte. Es war einst tot, der viele Welten durchwanderte und sich der Verderbnis stellte, um den Namen seines Bruders reinzuwaschen. Ein Opfer war nötig, um Kriegs vermeintliche Tat ungeschehen zu machen. Seine Seelen und die Nephilim für die Wiederkehr der Menschheit. Auch Tods also erzählte uns nicht die ganze Geschichte. Bevor er sich aufmachte und während Krieg in Ketten lag, verlangte der Rat nach Wut. Sie sollte die Todsünden, die nun in dem Reich der Menschen herrschten, vernichten. Doch durch ihren Hochmut geblendet, sah sie nicht die Manipulation, die auch bald ihrem Bruder Krieg den Blick auf das Wesentliche nehmen sollte. Der letzte unter den Vieren ist Streit. Doch zu seiner Geschichte kommen wir ein anderes Mal. Der Rat wägt sich in Sicherheit. Doch dann brach Krieg das siebte Siegel. Sie wussten, welches Schicksal sie nun ereilen würde. Sie waren schuldig. Schuldig wie alle anderen. Und so wie die anderen würden sie von den Reitern gerichtet werden. Sie wussten, dass sich die Reiter nun sammeln würden. Selbst der Tod würde sie nicht halten. Wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.